Ja, ja. Hey, look at my. Yeah, look at my. Ich bin hier im Zürcher Unterland und hat ganz viele Bauernhöfe. Und ich bin auf einem ganz speziellen Bauernhof, auf einem Kamel-Bauernhof von Ben. Und warum es er hier Kamel hat, anstatt Kühe, das finden wir noch raus. Also gut, schauen wir mal da. Ich mache jetzt gerade die Maschine auf. Ja. Das ist die Maschine, die haben sie extra für die Kamele gemacht, zum Melken. Ja. Extra. Wow. Und wir haben bei uns, das ist der erste in ganz Europa. Jetzt Milchwirtschaft lohnt sich ja eigentlich nicht mehr so. Würde sich jetzt das noch lohnen im grossen Stil? Würde man mehr Geld bekommen für Kamelmilch als für Kuhmilch? Das sowieso. Also ich kann ganz gerade sagen, was kostet bei uns ein Liter? Kostet 16 Franken ein Liter. Oh ja, ja. Ja, genau. Ja. Wie schmeckt denn Kamelmilch im Gegensatz zu einer Kuhmilch? Also Kamelmilch ist am Anfang ein bisschen süß, ganz leicht süßlich und nachher am Schluss salzig. Ganz leicht salzig. Ich habe schon lange keine Milch mehr getrunken. Jetzt bin ich natürlich recht gespannt, wie das schmeckt. Alles sechtag. Alles sechtag. Alles sechtag. Bismillah. Oh ja, speziell. Mhm. Und die Milch ist einfach früher. Die Leute haben sie nicht so viel zum Essen und so. Ein bisschen Kamelmilch, ein bisschen Datteln. Geht ganz tauglos ohne Probleme. Ich glaube, im Vergleich zur Kuhmilch ist es ist weniger Fett, du hast ja gesagt, es ist weniger schwer, weniger Fett. Und salzig am Schluss, klein. Ja, ein bisschen der Gau hindurch ist wirklich salzig, das merkt man ja. Wir werden gestärkt. Also jetzt gehen wir die Dromedar holen, satteln und geht los. Super. 22 Tiere hat Ben auf seinem Hof zu Oberglatz. Und die Hauptattraktion für gross und klein, auf seinen Kamel kann man reiten. Ich bin richtig gespannt natürlich. Es ist zum ersten Mal für mich, als ich auf so einem Tier darf reiten darf. Das Tier mit mir. Die Karawane zieht durchs Unterland. Ho! Oh. Kamele sind nicht einfach eine Tierart. Kamele ist der Überbegriff für eine Tierfamilie. Die Kamele, die wir beim Ben sehen, sind Dromedar. Das sind die mit einem Höcker. Denen mit zwei Höcker sagt man Trampeltier. Dromedar und Trampeltier zusammen zählen zu den sogenannten Altweltkamel. Es gibt aber auch noch eine zweite Gruppe Kamel, die sogenannten Neuweltkamel. Zu denen zählen dann zum Beispiel die Lamas oder die Alpakas. Die ersten Dromedar sind am Ende des 2. Jahrtausend vor Christus auf der arabischen Halbinsel domestiziert worden. Grösstenteils als Last- und Zugtier und für die Wolle-, Milch- und Fleischproduktion. Mehrere Wochen können Dromedar ohne Wasser auskommen. Darum ist wahrscheinlich auch das Gerücht entstanden, dass sie in ihrem Höcker Wasser speichern. Aber so ganz stimmt das nicht. Der Höcker besteht aus Fett und dient einfach als Energiespeicher. Ja, wir haben einfach auch ein schönes Wetter, das ist klar. Wie wetterfühlig sind denn die Tiere eigentlich? Sind die auch draußen, wenn es regnet, oder haben sie lieber Sonnenwärme? Ja, die können sie wirklich ohne Problem anpassen, ohne grosses Problem. Ja. Weil die Sahara auch, da haben wir Minusgrad. Ja. Es ist ganz ein tolle. Schweiz und Edelweiss, das ist gut, oder? Ja, das ist tipptopp. Das ist sicher, das heisst, dass wir in den Schweizer sind. Wir sind in der Schweiz. Ja. Aber ja. Ist ganz etwas Entspanntes. Und man kann einfach geniessen, das finde ich ganz schön. Sehr gut, ja. Ben, wie bist du eigentlich mal auf die Idee gekommen, dass du da mit Kamel arbeiten willst? Ich bin im Schweizer da um 2000. Da bin ich erst ein paar Jahre hin und her geschafft. Hat mich ehrlich gesagt nicht gefallen. Ja. Da habe ich einfach jeden Tag früher aufstehen für die Sachen, die mich nicht gefallen haben. Nachher denke ich, was kann ich besser machen? Nachher denke ich, okay. Ich bin mit dem Dromedar aufgewachsen. Ich komme ursprünglich aus Südtunesien, Duz, und dort gibt es nur Kamel und Sand. Ja, ich fange mit denen und ich probiere, was es gibt. Ja. Und hat
hat alles eigentlich bis jetzt geklappt, ja. Wie ist das so? Wie reagieren die Leute, wenn du da mit deinen Kamelen durch das Naturschutzgebiet von Oberglatt an der Grenze vorbeiläufst? Also die Leute haben sich immer Freude. Also ich habe noch nie erlebt, wo einer irgendwas gemotzt hat. Also das ist, weil das ist nicht jeden Tag kann man so Sachen sehen, oder? Da, wo kann ich Kamel reiten, wo kann ich kommen und wann kann ich kommen? Sag ich, ja, da, voilà, da haben sie da und da und da. Und sogar wir gehen ab und zu auch auswärts mit unseren Tieren. Und da haben sie immer so ein bisschen, sag mal so, da haben sie Leute immer, vor allem Kinder, da haben sie sehr, sehr Freude. Also du hast Milch, das ist ganz speziell, haben wir probiert, das ist so ein bisschen salzig am Schluss. Du machst aber noch andere Sachen aus dieser Kamelmilch. Also ehrlich gesagt, ich mache nicht selber, also ja, ich gebe ja die Milch und da wird ja gemacht, oder? Ja. Zum Beispiel Glacé, oder? Ja. Und das ist ganz, ganz toll, also die Leute finden das ganz, ganz, ganz eine gute Sache, ja. Gut, dann werde ich das noch probieren und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, Ben, für deine Gastfreundschaft, die du da uns entgegengebracht hast, mir entgegengebracht hast und wünsche dir ganz toi, toi, toi mit deinen lässige Tier. Danke vielmals. Sehr gerne, sehr gerne. Merci vielmals, ja. Ich probiere jetzt also zum ersten Mal ein Glacé aus Kamelmilch. Super. Schmeckt wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und das zeigt mir auch, dass da eine Verbindung stattgefunden hat. Aus Kuhmilch machen wir auch Glacé. Das ist jetzt Kamelmilch. Ganz schön. Hat für beide Arten hier in der Schweiz Platz.